Einer der Hauptinteressenspunkte von Unternehmern ist ja im Rahmen dieser eigenen innenfinanzierten Unternehmenskasse das Thema Krisensicherheit. Inwiefern lässt sich denn durch Innenfinanzierung Krisensicherheit überhaupt herstellen? Ja, wenn man sich auf schwerere Zeiten in Deutschland als Unternehmen überhaupt vorbereiten möchte, ich glaube, da gibt es einige wenige wichtige Dinge. Das eine ist natürlich Bankenunabhängigkeit, von Darlehen, vom Konto, Fremdkrediten, von Banken so unabhängig wie möglich zu werden. Das zweite wäre natürlich eine sinnvolle Investition. Und es gibt kaum Investitionen, die sinnvoller sind als in das eigene Unternehmen, in Vorräte, in Maschinen, in Rohstoffe, in strategische Metalle, seltene Erden, was auch immer, Maschinen und so weiter, was auch immer notwendig ist. Oder eben auch in ganz normale Sach- und Realwertinvestitionen am Kapitalmarkt. Jederzeit verfügbar, jederzeit liquidierbar, immer unter Zugriff des Unternehmens. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Baustein der Krisensicherheit.